Ich bin Regisseurin und Autorin und Schauspielerin und Sprecherin. Und ich beschäftige mich im Zuge meiner Arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Themen, aber habe jetzt mehrere Projekte, eigentlich nicht zum Thema DDR gemacht, aber schon in der Auseinandersetzung mit, was ist eigentlich unserer Elterngeneration widerfahren, was ist dieser berühmte Bruch in den Biografien, gibt es eigentlich einen Bruch in der Biografie? Und vor allen Dingen sowohl künstlerisch, aber auch aktivistisch sozusagen mit den Möglichkeiten von anderen Systemen überhaupt denken. Und dass ich das Interessante finde an der Auseinandersetzung mit einerseits Sozialismus, jetzt dann in dem Fall halt dann Realsozialismus und DDR, dass die Menschen, die ja, mich und meine Generation und auch meine Freundinnen, die sind eigentlich auch fast alle ostsozialisiert erzogen haben oder mit denen wir halt aufgewachsen sind, dass die ja quasi einen Systemwandel erlebt haben. Und ich das Gefühl habe zu wissen, dass Menschen, die jetzt geboren werden oder auch Menschen, die aus dem Westen sind oder westsozialisiert sind, das nicht so drin haben, dass ein System, ein wirtschaftliches System, sich tatsächlich ändern kann und dass dann tatsächlich alles anders sein kann. Und da ich dieses System hier sehr kritisiere und in Frage stelle, aus verschiedenen Gründen, setze ich mich sehr gern aktivistisch und meine Form ist denn die Kunst, damit auseinander, wie es schon mal war, um dann eventuell Ideen zu bekommen, wie es sein könnte. Ich heiße Christina Schwarz und arbeite in einem Forschungsprojekt, das nennt sich Erbe 89 und bearbeite dort das Teilprojekt, das sich mit Jugendbildung beschäftigt. Jugendbildung, die sich mit dem Thema 89 beschäftigt, aber auch mit DDR-Geschichte. Genau. In dem Rahmen beschäftige ich mich eigentlich mit 89, konkret mit 89. Vorher habe ich mich auch schon mit DDR-Geschichte befasst oder beschäftigt, auch professionell, weil ich in der Gedenkstätte gearbeitet habe, bevor ich an der Uni gewechselt bin und da eben auch schon irgendwie den Zugang zu DDR-Geschichte über Jugendbildung hatte. Da gemerkt habe, dass das ziemlich voraussetzungsvoll ist, so ein Thema zu vermitteln und ziemlich viele offene Fragestellungen da sind, die es nötig gemacht haben, dass ich mich einfach irgendwie mit vielen Kolleginnen darüber ausgetauscht habe, wie die das eigentlich so machen, wie die bestimmte Bildungsstandards da auch einbringen und auch vor dem Hintergrund bestimmter dominanter Narrative, die so in der Bildungslandschaft einfach virulent sind. Ja, inwiefern es irgendwie vor dem Hintergrund irgendwie möglich ist, Bildungsstandards zum Beispiel auch zu erfüllen und Themen einfach multiperspektivisch und kontrovers auch zu verhandeln. Ja, also, mein Name ist Antonia Uchitz. Ich war insgesamt 34 Jahre an der Leipziger Universität tätig, aber jetzt wollen wir die Zeit vor der Wende. Ich habe angefangen im September 1964 an der Universität als Assistentin. Ich habe zwei Fächer studiert, Germanistik in Ungarn und Kunderologie. Also zweimal Lehrerstudium, damals gab es nur das Lehrerstudium. Also ich bin, wenn man so will, Diplomlehrer für Ungarisch und Deutsch. Wie gesagt, angefangen habe ich 1964 hier in Leipzig. Da bin ich dann in Leipzig gekommen, weil nach Leipzig geheiratet.
Es war im Januar 64 und im September 61 habe ich angefangen an der Leipziger Uni. Ich kam September 88 nach Leipzig und ich habe dann Englisch in der Sektion Fremdsprache in der Karl Marx, in der Maria Karl Marx Universität unterrichtete. Ich habe vorher an der Humboldt Universität zu Berlin 2 Jahre dort gearbeitet und Studienjahr 83, 84 war ich an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg in der Anglistik. Mhm. Ich habe dort Englisch als Muttersprache vor Englisch unterrichtet. Ich wusste, dass die DDR nicht zu halten ist. Ich wusste, dass das, wofür meine Eltern eingestanden haben, meine Eltern waren beide im Widerstand. Meine Mutter war wegen Hochverrat verurteilt und die haben dann aber noch weiter eine Widerstandsgruppe geleitet bis 1945. Und da war ich natürlich besonders geprägt. Ne? Für die war das eine echte Befreiung und die wollten wirklich ein anderes Land. Und das war meine Sozialisation. Und wir haben aber schon seit etwa, spätestens so seit 78, im Freundeskreis und mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert, dass das nicht so zu machen ist. Ne? Dass diese Wirtschaftspolitik nicht funktioniert und verschiedene Repressionen auch so nicht gehen. Das heißt also, auf der einen Seite habe ich gewusst, das ist jetzt das Ende. Aus der Geschichte wusste ich, dass das Ende einer bestimmten Gesellschaftsform auch sehr, sehr, sehr gegen die Menschen direkt sich, die das gestalten wollten, wenden kann. Denken wir an Ungarn, dort hingen sie an den Laternen. Und da hatte ich schon Angst, dass das kippt. Ich war in der Zeit am Runden Tisch gegen Gewalt und muss sagen, gerade hier in Dresden hat der Superintendent Ziemer sehr, sehr viel dafür getan, dass das alles friedlich blieb. Also das habe ich so jedenfalls in Erinnerung. Ich war auch in der Friedensbewegung. Dort hatte ich dann immer noch so einen Impuls, dass sie dann vor allen Dingen auch die Kolleginnen, die in der Ökumene gearbeitet haben, in der Friedensbewegung, die haben mich dann auch gestützt, wenn ich da unsicher wurde. An der PH selber hat man eigentlich nur das Bemühen bemerkt, dass sich was ändern muss. Und alle haben gedacht, hier können wir mitgestalten. Wir machen jetzt einfach sozusagen die DDR besser, ne? als Chance. Diese Aufbruchsstimmung, die war sowohl bei den Studierenden als auch bei den Kollegen zu spüren durchweg. Wir waren kurz vor dem Einmarsch der sowjetischen und anderen Truppen in Prag gewesen. Und mein Vater und seiner Familie wurde das Leben gerettet durch deutsche Kommunisten in der damaligen Tschechoslowakei. Und die traf ich auch und deren Kinder traf ich. Und das hat mich sehr, also das brachte einen tiefen Widerspruch in mir hervor zwischen meiner Orientierung eigentlich auf Sozialismus und diese Art von Sozialismus. Ja, und das ging dann also die ganze Biografie durch und deswegen auch dieses Projekt Moderner Sozialismus, das ja auch hier in der Humboldt durchgeführt wurde und hier in der Stiftung aufgearbeitet wurde. Wir haben gesagt, einerseits gibt es gute Gründe, an der sozialistischen Orientierung festzuhalten, aber es bedarf sozusagen einer Verbindung mit den Freiheitsrechten, auch mit modernen Vorstellungen von Demokratie, von Öffentlichkeit, von Eigentumsformen, die Innovation und Entwicklung ermöglichen. Das war ja unsere Grunderfahrung, diese Stagnation auf viel zu vielen Gebieten, ja, des öffentlichen, nicht des privaten Lebens und nicht auch der Netzwerke und des sozusagen der Schattengesellschaft, die es ja in der DDR, aber auch in vielen anderen sozialistischen Ländern gab, aber des öffentlichen Systems. Daraus entstand also dieses Projekt und das hat mich dann auch im Mai 1989 dann wieder an die Humboldt-Universität geführt. Ich wurde dann
Wir haben dann ein Institut für interdisziplinäre Zivilisationsforschung gemeinsam mit Dieter Klein gegründet aus dieser Gruppe des modernen Sozialismus, wurde dann später aufgelöst. Also ich bin Elisa Überscher und ich beschäftige mich seit ein paar Jahren sehr intensiv mit dem Wendepunkt 89-90. Und das kommt eigentlich daher, weil ich 89 geboren bin und immer wieder die Erfahrung gemacht habe, während ich studiert habe in Wien, während der Mitfahrgelegenheit oder so, dass ich immer so attestiert bekommen habe, ah, du kommst ja aus dem Osten. Und ich war so, ja, für mich hatte das nie eine Bedeutung, so mit 19, 20, und habe dann aber darüber angefangen zu lesen und habe viele Dinge nicht verstanden, habe angefangen mit den Eltern zu reden, mit den Großeltern, und habe mich eigentlich, weil ich aus Gera komme, viel mit Wismut und Uranbergbau dann beschäftigt. Und so kam das eigentlich, dass man da von einem ins andere kommt. Dann bin ich irgendwann auf Reimann gestoßen, über Christa Wolf, über die ganze Lektüre. Und genau, und dann habe ich irgendwann, als ich Freischaft angefangen habe zu arbeiten, 2015 hier in Leipzig, gesagt, okay, ich will ein eigenes Projekt machen. Und ich muss mich damit mal auseinandersetzen und mich da auf die Spuren von Reimann begeben. Und das fragte ich dann, was wird mit Deutschland? Und da habe ich ganz schnell gesagt, das wird, also die DDR, das wird vielleicht das 16. Bundesland. Da war ich über mich dann auch erschrocken, das war spontan. Und die Studenten, das vergesse ich heute nicht, die waren sowas von traurig. Also die haben sowas von... So, und da habe ich mich dann gemäßigt, für das zu erklären. Zu welchem Zeitpunkt war das? Das war das Sommersemester 89. Da war die Stimmung schon spürbar. Ja, ganz spürbar. Und die haben mich also noch mit, und nun waren meine Vorlesungen dann gut besucht. Die Kreisleitung hat dann FDJ-Sekretäre und Parteisekretäre geschickt und die anderen, die Studenten in anderen Sektionen, die ich gar nicht betreut hatte. Aber ich glaube, wir haben das gut hinbekommen. Und ich bin überzeugt, dass diese Jugend, die da vor mir saß, eine war, die sehr sachlich die Probleme sah, aber nicht antisozialistisch. Es ging um eine friedliche Lösung des Problems. Es ging um diese Frage, um nicht Annäherung, sondern es ging um Toleranz, um Akzeptanz von verschiedenen Meinungen und der Tatsache, die Realität richtig einschätzen zu müssen. Ich glaube, es spielte vor allem, also was Frauen betrifft, auch noch eine wahnsinnige Rolle und wahrscheinlich auch für Männer. Wenn keiner weiß, was auf einen zukommt, ist es erstmal diese Unsicherheit einzugehen. Also dieses, du brauchst, also ich kann mich erinnern, dass ich sehr, sehr, wir müssen sehen, wie wir unsere Kinder großkriegen. Wir müssen sehen, wie so viel Geld ins Haus kommt, dass man das auf einen guten und würdigen Weg kann. Ja? So, dass man also, dass ich auch wenig, natürlich hat mir das nicht gefallen, diese Übernahme durch die Bundesrepublik Deutschland. Ne? Also ich wollte eine andere DDR, das sage ich auch so. Aber in dem Moment waren für mich persönlich, also die existenziellen Fragen, so groß. Das ist wie heute, wenn jemand Hartz IV empfängt, der hat keinen Draht mehr dafür, sich um gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen. Ja? Da fehlt einfach die Kraft oder auch die Energie, oder weil man mit viel anderen Veränderungen oder viel zu viel anderem Druck fertig werden muss. Wenn man die anderen da hinten dann noch vorholen würde, irgendwann würde es signifikant werden, irgendwann würde auffallen, okay, wir haben zum Beispiel Eltern, die sitzen in Genossenschaftswohnungen, in Plattenbauwohnungen. Das ist zwar auch irgendwie Kollektiveigentum, aber nicht Eigentum in dem Sinne, dass damit in irgendeiner Weise eine Art von Handlungsfähigkeit ausgelebt werden kann. Und ich glaube, das ist so der Nexus, das versuche ich halt auch in meiner wissenschaftlichen Herangehensweise an
Ostdeutschland, über diese Eigentumsverhältnisse mich vorzuarbeiten zu Begriffen wie Handlungsfähigkeit und Kontrollverlust. Also das, was dann sozusagen sozialpsychologisch auch in den Individuen passiert, die in dieser Teilgesellschaft situiert sind. Es gab mal so eine inoffizielle Treuhandbilanz, die besagte, dass von diesen 100% Betrieben in Volkseigentum, die die Treuhandanstalt zu verteilen hatte, 85% privatisiert wurden an Westdeutsche, 10% an ausländische Investoren und Investorinnen und 5% an Ostdeutsche. Das ist an dem Maßstab genommen des Wertes dieser Betriebe. Wenn man aber sozusagen jetzt sich anschaut, wem gehören aktuell alle Unternehmen, also wem gehören die Unternehmen in Ostdeutschland, dann sehen die Relationen anders aus. Der Großteil der Unternehmen in Ostdeutschland gehört Ostdeutschen. Aber nicht wertmäßig. Zum Beispiel die Sanitärunternehmen nebenan, das gehört einem Leipziger, das ist relativ normal. Aber wenn man das wertmäßig ausspaltet, kommt man ungefähr wieder auf die Relation von damals, von dieser Treuhandprivatisierung, 85%, 10%, 5%, ungefähr dort wird es sich aufhalten. Es ist eben aufgrund, dass die Eigentumsverhältnisse kaum thematisiert und statistisch erfasst werden, ist es ultra schwierig, darüber Aussagen zu machen.